Wir sind uns in der Taskforce einig, dass wir mehr tun wollen gegen Hasskriminalität. Also immer dort, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten sind, dort, wo es um strafbare Äußerungen geht, Volksverhetzung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, wo Menschen bedroht werden, sollen solche Inhalte vom Netz verschwinden, gelöscht werden und das möglichst schnell. Und wir sind uns einig, dass das im Regelfall innerhalb von 24 Stunden möglich sein soll. Und dazu haben wir zusammen mit den in der Taskforce vertretenen Unternehmen, Google, Facebook, Twitter, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ein ganzes Maßnahmenbündel vereinbart. Wichtig ist, dass einheitlich deutsches Recht angewandt wird. Das heißt, nicht nur Nutzungsbestimmungen, so wie das bisher in einigen Fällen der Fall war, sondern deutsches Recht und damit natürlich auch deutsches Strafrecht. Es wird spezialisierte Teams in den Unternehmen geben, dort wo es sie nicht ohnehin schon gibt, die sich mit diesen Fragen beschäftigen werden. Sie sollen speziell dafür ausgebildet werden. Und wir wollen die Partnerschaften zu den NGOs, die in der Taskforce mitgearbeitet haben, auch nutzen, um die Arbeit kontinuierlich auszubauen, die Zusammenarbeit zu intensivieren, Meldesysteme zu verbessern und damit auch Beschwerdesysteme zu optimieren. Das Ganze ist ein Anfang. Das heißt, die Taskforce wird weiterarbeiten und sich bereits im März des nächsten Jahres treffen, um zu sehen, wie die Dinge wirken und um neue Fragen miteinander zu besprechen. Es wird auch einen Monitoring-Prozess geben, das heißt, das, was wir hier vereinbart haben und wie es umgesetzt wird, wird in einem Monitoring-Prozess begleitet, ausgewertet und irgendwann dann auch Resümee gezogen. Das ist nicht nur ein Thema in Deutschland. Die Initiative, die wir in Deutschland gestartet haben, ist mittlerweile übernommen worden in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das Ganze ist bereits zum zweiten Mal auf den Sitzungen der Innen- und Justizminister auf die Tagesordnung gekommen. Und die Europäische Kommission hat in ihrer Konsultation zu den Plattformbefragungen dieses Thema mit aufgenommen. Was kann man tun gegen Hate Speech, gegen Hasskriminalität? Und wie kann man nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten mehr dagegen unternehmen? Sowohl von öffentlicher Seite, aber auch das, was bei den Unternehmen getan wird, noch weiter zu verbessern. Davon unberührt ist, dass wir auch als Staat es nicht akzeptieren wollen, dass immer mehr Hasskriminalität in den sozialen Netzwerken zu finden ist. Das heißt, wir wollen uns auch in Zukunft noch intensiver damit auseinandersetzen, wie kann die Zusammenarbeit auch mit den Behörden verbessert werden, wie kann besser und schneller darauf hingewiesen werden, wo Straftaten im Netz begangen werden, durch Hasskriminalität, durch die Verwirklichung von Straftatbeständen, weil auch die Justiz kein Auge zudrücken darf, wenn es um Hasskriminalität geht. Und deshalb wird das ein Thema sein, das uns ganz besonders in den kommenden Monaten beschäftigt. Es ist eine immer größer werdende Anzahl von Fällen, die es dort gibt. Und es ist zu begrüßen, dass diese Fälle auch zunehmend strafverfolgt werden. Ich erinnere nur daran, dass vor wenigen Wochen jemand wegen fortgesetzter Volksverhetzung im Netz zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung von 2,5 Jahren verurteilt worden ist. Das heißt, es gibt bereits Fälle, in denen durchgegriffen wird und wo auch in Zukunft bedauerlicherweise auf die Justiz und auf die Strafverfolgungsbehörden noch viel Arbeit zukommen wird.